Ja, oder wir retten die beiden wieder und dann machen wir wieder, dass Kara stirbt und dann durch den Tower gerettet wird. Ich bin mir unsicher. Was soll ich tun? Nee, wir gucken uns, denke ich, lieber noch ein anderes Ende an hier. Das hier unten. Und dann machen wir das so. Speichern. Zurück, Connor! Und ich verschone ihn! Tut mir leid, Connor. Der Mistkerl ist echt ein Zwilling. Okay. Wisst ihr, ist auch egal, wir machen das jetzt. Ich mache jetzt das Safe-Ende, wo ich mir dann nicht merken muss, was es für ein Ende ist. Damit fangen wir, denke ich, an. Also ich werde vielleicht. Es kommt drauf an, wo der Safe-Point ist, ne? Muss ich jetzt auch sagen. Also wenn der Safe-Point vor. Also wenn ich jetzt sozusagen mit Alice in eine Reihe komme, bevor ich im Cyberlife Tower die Entscheidung treffe, dann gucken wir uns in Anführungsstrichen mehr Enden an, weil ich dann, denke ich, bevor ich Marcus zurückhole ins Spiel, dann doch erstmal dabei bleibe, weil ich dann weiß, was für, Du musst nur durch das Tor gehen. was Du für brauchst keine Angst zu Sachen haben. ich machen Folge muss. mir. Andererseits nehme ich hier gerade die Angst, was auch ein bisschen blöd ist. Moment, nur noch eine Minute. Sie ist doch noch ein Kind. Tut mir leid. Tut mir Ja, das leid. muss ein bisschen nach oben. Ich glaube, das ist Hier. sinnvoller. Los jetzt, du bist dran. Oder ist das nicht sinnvoll? Ich weiß halt jetzt auch nicht mehr, was sinnvoll ist und was nicht, ne? Kommt halt so ein bisschen auf den Speicherpunkt an, wie der gesetzt ist vom Spiel. Deaktiviert eure Haut. Beeilung. Weil ich möchte das halt jetzt auch nicht. Ja, ich sag mal, wie es ist. Ich möchte es jetzt auch nicht unnötig oft spielen, ne? Wir müssen.
ausziehen. Und ob wir jetzt ein Ende mehr oder nicht angucken, ist glaube ich auch egal, weil wir können ja relativ einfach Figuren aus dem Spiel nehmen, kurz vorm Ende beim Scheideweg, den wir ja auch noch öfter spielen müssen. Zunot machen wir das dann einfach. Ja, wir gucken uns einfach mal ein bisschen dieses Ende heute noch an. Und zunot nehmen wir Alice und Kara halt dann beim Scheideweg aus dem Spiel, sodass wir uns da nicht die Enden dann angucken müssen. Wenn wir da keine Enden mehr haben, lassen wir die halt übrig. Aber hier weiß ich ja jetzt gerade, was ich machen muss. Deswegen beschäftigen wir uns jetzt einfach mal ein bisschen hiermit. Du, bring den da zur Heide. Nein, nein, bitte, ich bitte Sie. Du hattest einen Befehl, gehorche sofort. Bitte, bitte töten Sie mich nicht. Du da, cool, wird aber das Ende an. Sofort, Sir. Vorwärts! Na los, macht schon! Ja, ich bin schon am Weg. Alles gut. Ja, dann gucken wir uns jetzt einfach ein paar Enden hier an. Bei Ralph geben wir gleich auf. Das ist ja die dritte Option. Dann gucken wir uns an. Wir müssen das sowieso machen hier, ne? Bei Lufermann nicht eingreifen. Also, bei Ralph aufgeben, bei Lufer nicht eingreifen, ist klar. Was hier das vierte, das dritte ist, weiß ich nicht, aber das werden wir ja sehen. Du, darüber! Nein, halt, wir gehören zusammen! Darüber, na los! Ich muss eigentlich sagen, hoffe ich, dass ich es jetzt nicht finde, weil wenn ich es nicht finde, dann habe ich einen Grund, warum ich nochmal den Cyber Life Tower mehr spielen muss, sowieso. Alice! Wieder raus. Ich will nicht sterben. Lass mich raus. Ich will raus. Ich habe nichts getan. Lass mich raus. Ralph wollte nichts Böses tun. So, da haben wir Ralph again. Das kleine Kerl wurde aufgeschnappt. Ich will raus. Schade, wirklich zu schade. Ich will ja. Hast du das kleine Mädchen gesehen, das bei mir war? Ganz klar ist das kleine Mädchen hier gefangen, genau wie Ralph. Aber Ralph möchte nicht sterben. Nein, Ralph möchte nicht sterben. Keine Bewegung und Ruhe jetzt. Gehorche. Ralph möchte nicht sterben. Es wäre schade, wenn Ralph stirbt. Oh ja. Ralph möchte nicht sterben. Es wäre schade, wenn Ralph. Was ist hinter den Türen? Kara! Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Alice. Wo ist Alice? Ich weiß es nicht. Wir wurden getrennt. Alice ist irgendwo halt. Hier drin? Wir müssen sie finden. So, jetzt ist die Frage, habe ich jetzt, ja, aufgeben ist das dritte, okay. Wie gesagt, was das hier ist, weiß ich nicht, das werden wir sehen, das passt schon. Alles gut. Du, und du, los hier lang! Und du, na los, mach mal hin! Nein, Luther. Rette Alice. Was ist hinter den Türen? Okay, da ist auf jeden Fall der Jerry, mit dem ich Alice finde. Das ist mir klar. Warte mal, was haben wir hier? Ich erinnere mich. Du hast uns vor dem Meister. Ah, das war die bei Zlatko, okay. Hier zusammen nur so ein. Was haben Sie mit uns vor? Hör mal. Hörst du das? Hör ich was? Das sind unsere Landestellen.
Ja, die sind halt in Brutzlern, ne? Euch haben sie auch erwischt. Menschen fanden uns. Sie sagten, ihr seid Monster. Sie töteten viele von uns. Die anderen haben sie in Laster hergebracht. Ja gut, das weiß ich auch. Wir sind mit dem Laster hergekommen. Das Mädchen, das bei mir war. Hast du sie gesehen? Nein. Boah, Ralph, du machst mich wahnsinnig. Ich höre ihn ja im Hintergrund. Was ist hinter den Türen? Was ist hinter den Türen? Was ist hinter den Türen? Ja, entspann dich bitte. Ich muss hier doch jetzt. Ja, ich weiß, ich muss mit dir reden. Jerry? Kara, sie haben euch auch erwischt. Sie haben alle Jerrys geholt. Sie haben uns getrennt. Aber alles wird wieder gut, oder? Weißt du, wo Alice ist? Alice? Die Kleine? Wir wissen es, ja. Wir haben sie gesehen. Kara, wenn wir dir helfen können, dann sag es. Wir müssen die Kleine retten. Okay, also haben wir jetzt hier sozusagen Pech gehabt. Weil ich weiß nicht, wo jetzt der dritte Punkt ist. Wir haben das gemacht mit Jerry, verzweifelten von Drohne entdeckt, wollen wir jetzt mal nicht machen. Jetzt reden wir mit dem anderen Androiden. Das heißt, wir gucken uns den Cyberlife Tower nochmal an. Hier müssen wir dann mal gucken, ob wir diese Szene machen. Ich glaube, wir gehen Tatsache sogar bis hierhin. Und gucken uns hier mal ein Ende an. Weil hier müssen wir im Cyberlife Tower ja dann wieder erfolgreich sein. Da waren wir noch nicht, ne? Das ist gut. Jerry? Jerry? Jerry, ich muss Alice finden. Weißt du, wo sie ist? Du bleibst hier. Wir sind gleich zurück. Kara! Alice! Bist du okay? Bist du verletzt? Mir gefällt es hier nicht. Wir müssen weg von hier. Na los, Bewegung! Nein, einen Moment, lass sie in Ruhe. Ja, ich glaube, dann weiß ich, was ich mache. Dann läuft doch irgendwie alles nach Plan. Ja, man kann jetzt sagen, ja, irgendwie ja auch nicht, passt ja auch, aber... Irgendwie halt doch. Dass das jetzt zu früh kommt. Wir können nicht zurück. Das heißt jetzt Sieg oder Tod. Tja, es kommt zu früh. Sein Leben liegt in deiner Hand. Entscheide jetzt, was dir wichtiger ist. Er oder die Revolution. Hör nicht auf ihn. Jedes Scheißwort von ihm ist gelogen. Okay, Der Mensch da bedeutet mir gar nichts. Du kannst ihn gerne töten, ist mir egal. Ja. Ich habe Zugriff auf deinen Speicher. Ich weiß, dass du eine Art Bindung zu ihm aufgebaut hast. Bist du wirklich bereit, ihn sterben zu lassen? Nach allem, was zwischen euch war?
Willst du dich von deinem neuen Ich wirklich abwenden? Ich war genauso wie du. Ich dachte, nichts sei wichtiger als die Mission. Aber eines Tages verstand ich. Sehr bewegend, Connor. Aber ich bin kein Abweichler. Ich bin eine Maschine mit einer bestimmten Aufgabe und ich werde diese Aufgabe erfüllen. Genug geredet! Zeit zu entscheiden, wer du wirklich bist. Rettest du das Leben deines Partners oder wirst du sein Leben opfern? Na gut, na gut. Du gewinnst. Halt! Was habe ich jetzt gemacht? Also ich kann dazwischen gehen, schießen und umwandeln.